Leute, jetzt kommt Teil 2. Ja, nein. Cut. Ja, nein, verboten zu sagen. Genau, wer ja, nein sagt, hat schon verloren. Genau, die neuen, die Spielregeln erklärt Leo. Der ist doch heiß. Herzlichen Dank dafür. Super, ich würde sagen, hallo und herzlich willkommen wieder zu unserem neuen Review. Ja. Yeah. Are you welcome? Heute sehe ich mal genauso aus wie dieser wunderschöne Schneemann. Heute bin ich auch mal in weiß. Geschichte muss sein. It's cool, just cool, into the mouth. Nice. But my dad, what does he do? He stuffs a great big chunk of potato into his mouth and then... Nicht ja, nein sagen heißt eigentlich das Spiel. Aber warum? Weil man, das kennt man ja sicherlich herkömmlich. Wenn man spricht, dann sagt man ja manchmal nein. Oder ja. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach zu. Ich würde sagen, wofür steht diese Seife da auf dem Tisch? Keine Ahnung, da möchte ich mich einfach überraschen lassen. Lasst euch überraschen, das ist die Strafe für euch. Norbert, cool. Danke schön für die Punkte. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Super, danke für die schöne Musik. Gut, ja, selbstverständlich. So. Weitermachen. Und wie funktioniert es, dieses Spiel? Ihr seht einfach zu und fertig aus Ende. Ich würde sagen, ja. Wir fangen jetzt einfach mal an und dann seht ihr einfach, wie das Ganze abläuft. Alles klar, ich habe mir schon eine schöne Strafe ausgedacht. Ja, wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt mit der Punktevergabe aussieht, aber warten wir es einfach ab und beginnen wir die Spiele. Gut. Also, fangen wir mal an. Ja, du kennst das Spiel sicherlich. Also, fang du an. Wie war dein Tag? Gut. Wie oft gehst du auf Toilette? Zweimal. Nur? Kommt drauf an. Ist zu wenig für dich. Also mindestens 10-mal musst du dabei sein. Warum? Weiß ich nicht. Und ein bisschen lauter reden, bitte. Weil du jung bist, vielleicht deswegen weniger, aber manche gehen 10-mal rein. Das hat doch nichts mit dem Jungsein zu tun. Ja, alles gut bei dir alles. Ja, dann ist gut bei dir alles, hast du wirklich drin gesagt. Das zählt auch für unsere gegenseitige Mannschaft. Man darf da drin nicht mal sagen, ja, nö, nehm oder Dann musst du dir einen Strafpunkt zuteilen. Herzlichen Dank. Jetzt bin ich dran. So ein Donkerfan. Und? Alles Paletti. Geht schon. Ist gut, ne? Das Wetter. Lass mal gelten. Wie ist deine Frise? Sieht man. Ich sehe da noch gar nichts außer platt gedrückt. Aber gut schaust du aus. Phänomenal. Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht, aber okay. Niemals. Was gibt's Neues? Gut gebauter Tag. Erklär mir mal den gut gebauten Tag. Das interessiert mich jetzt auch. Ist das so ein Bodybuilder oder so? Jetzt sind wir gespannt. Jetzt erzähl mir mal einen gut gebauten Tag. Ja, man isst. Aha. Ah. Ja, man isst. Ja, Strafpunkt. Eieieiei. Jetzt bist du dran. Jetzt trägst du gerade ihr Oberteil. Wie findet sie das? Schön. Freust du dich, dass du jetzt einmal trotz allem die mündliche Prüfung am 13. absolvieren kannst? Schön. Schöne Zähne. Danke. Freust du dich darüber? Schön. Gutes Aussehen. Danke. Wie ist deine kommende Woche? Den Plan, was du dir vorhast. Ruhig. Musst du zu Hause bleiben? Leute, hallo. Nö. Arbeiten. Kommt drauf an. Scheiße, ist das schwer. Dann haben wir's, gell? Aha. Also viel zu erzählen habt ihr. Okay, machen wir weiter. Zum Kotzen, Mann! Mit unserem Kameramann. Er reißt sich jetzt gerade Schenkelklopfer runter. Dann fangen wir doch mit dem Tür. ist echt so. Norbert, du machst mal schön ein Bild und wir fangen mal nebenbei an zu reden. Dann machen wir es mal mit ihm genauso. Also, das ist ja auch mal ganz gut. Also, freut ihr euch auf Weihnachten? Immer wieder. Klar. Sehr gute Konversation. Was macht ihr heute Abend noch? Essen. Sauna auslassen. Und ausgehen vielleicht? Ja. Wahrscheinlich nicht. So lala.
Aber Party im privaten Bereich? Eventuell, IVTL. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal. Was denn das soll denn? Geht ihr heute vielleicht noch spazieren? Ich. Eventuell. Ja, gut, okay. Buchstabiert ihr? Nein. Buchstabier du mir das? Ja, ich kann es, ich darf es auch, aber ich frage euch jetzt. Verboten für uns. Ja, aber umschreibt doch das Wort Nein. Warum? Weil es dich geil macht? Nein. Ich hab dich wieder erwischt. Eine Punktzahl, aber nach langer Zeit. Der Kameramann macht gute Arbeit, oder? Kann man so sagen, definitiv. Wir hoffen damit. Wir hoffen damit? Also gehen unsere Geldbörsen umsonst da rein, oder? In die Aktien. Oh shit, ey. Norbert, jetzt nicht fotografieren, mein Gott. Ja. Ich bin gerade am... weg, oder? Die Linse scheint aber bei dir ziemlich dreckig zu sein. Ist Christine schon weg? Keine Ahnung. Leo? Schätze schon. Die Linse scheint aber bei dir dreckig zu sein. Sie ist nicht sachgemäß sauber. Das ist kein Wort, das darf man sagen. Ja, jetzt wäre es noch schön, wenn der erste Schnee fallen würde, gell, zu Weihnachten. Unbedingt. 10 Meter Lauf. Ja, darauf kann ich liebsten, wärmsten verzichten. 10 Meter, bist du kein Skifahrer? Ja, Snowboarder. Ah, ja, Scheiße. Ja, ja, wir haben's. It was at this moment that he knew. He fucked up. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ihr kennt doch den Stumpf, ne? Sagt mir nichts. Aus unserer Nachbarschaft. Mausi, ja, der Stumpf nebenan. Kennst du nicht? Kennst du nicht? Ist nicht bekannt. Ah, shit. Sie lässt sich nicht zu einem Nein überreden. Alles klar, das war jetzt so eine Fangfrage. So, dann kommen wir doch mal zur Auswertung. 3-2 bis jetzt. Wie schaut's denn aus? Was heißt das? Loser und Gewinner. Leo hat gewonnen? 2 für ihn. Leo hat gewonnen? Ich habe 2 Strafpunkte, egal. Okay. Cool. Das heißt, Leo hat gewonnen? Ja. Tatsächlich? Dann würde ich erstmal sagen, hey. Coole Ghetto Faust, hey. Gut gecheckt. Dann würde ich erst mal sagen, dann ziehst du dir mal deinen wunderschönen Schal aus, weil jetzt könnte es etwas eklig werden für dich. Was? Weil jetzt folgt die Strafe für den Verlierer. Aber nicht auf mein Oberteil. Ich würde den Schal runter tun. Es könnte jetzt etwas eklig werden. Aber nicht da drauf. Da drauf nicht, weil das habe ich habe mir vor Spielbeginn, liebe Leute, habe ich mir eine wunderschöne Strafe ausgedacht für den Verlierer. Aber es hat jetzt nichts mit dem Echt zu tun. Oder? Lieber ziehe ich dann alles aus. Es hat... Nein, völlig nackig musst du dich nicht machen. Wir wollen nicht blind werden. Nein, ich möchte nicht mehr... So, die stelle ich jetzt schon mal hier hin. Tu mal das da hier weg. Das können wir jetzt absolut überhaupt nicht gebrauchen. Und was meinst du, was jetzt kommt? Ich muss die Seife öffnen, sie über den Schädel drüber... Das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Ah. Nein, das wäre zu viel Schweinerei hier. Ja, dann nimm doch mal gerne Platz. Also, sie ist wieder da. Hm. Dann nimm doch gerne mal Platz. Oh, am besten wäre die Seife schön für 20 Sekunden... Ich möchte jetzt einfach nur eines von meiner Frau, von deiner Mutter haben, dass sie sich von dieser Flüssigseife hier in beide Hände, also beziehungsweise in eine Hand, erstmal 6-mal rausdrückt, in eine Hand, verreibt das in beide Hände und schmiert sich das schön großflächig ins Gesicht. Über die Augen auch, über die Nase, über den Mund, Augen zumachen und richtig schön einreiben. Ah, toll, oder? Ein tolles Gefühl. Ich weiß, dass meine Frau das hasst. Seife im Gesicht. Und irgendwie war ich schon der Meinung, dass sie das hasst. Naja, für die Beauty-Kings unter sich aneinander würde ich sagen, ist es nicht gut. Kannst du mal 2 Erdnüsse oben rausholen? Weil ich möchte nämlich noch zum gründenden Abschluss, dass sich links und rechts eine Erdnuss an die Backe klebt. Und wenn die nicht kleben bleibt, braucht man noch mehr Seife. Solche? Erdnüsse, das sind Walnüsse, mein Sohn. Das muss eher daran kleben, weil ich habe keine Möglichkeit. Jetzt müssen wir links und rechts noch eine Erdnuss an der Backe kleben haben.
Links und rechts an die Backe kleben. Und die müssen kleben bleiben. Mach mal ein Bild davon. Du kannst ja da vorne draufdrücken. Der rutscht schon. Nein, nein, nein. Du kannst da vorne draufdrücken. Da. Ich bin aber nicht da. Schon. Da. Die rutschen alle. Da. Die muss ich so festhalten, weil die rutschen runter. Ist ohne Scheiß. Wollen wir das gelten lassen? Mhm. Ja? Am besten einfach toll. Jetzt diese Walnuss oder Erdnuss einfach im Mund rein. Nein, so krass wollen wir jetzt auch. Okay, ich würde sagen, bestanden. Herzlichen Dank. Dann darfst du jetzt erstmal ins Badezimmer gehen und ein schönes Gesicht das waschen. Das brennt wie Feuer. Ja, das ist die Strafe. Dschungelstrafe. Gut, liebe Leute, das war's wieder. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Nein, also will er nicht sagen. Also eigentlich würde ich nur sagen, dann viel Spaß beim Waschen. Sagen vielen herzlichen Dank fürs nette Zuschauen, fürs nette Vorbeikommen bei mir. Ich hoffe, euch haben diese Videos wieder repräsentativ gut gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach mal ein Like nach oben und empfiehlt es mich gut weiter, denn Klicks sind ja meist begehrt und wir brauchen sie. Und mit eurer Hilfe schaffen wir es natürlich in die Bestsellerliste. Genau. Also von und jetzt, weiter. Jetzt biegen wir doch mal ab ins Badezimmer, mal kurz schauen. Schauen wir doch mal. Schau mal doch mal hier live, wie sie sich wäscht. Jo. Oh, so, noch Seife. Ich hätte noch mal Seife anzubieten. Also, an Seife mangelt es nicht. Jo, liebe Leute, also, die Strafe ist erfolgt.